Ich habe mir mal wieder was einfallen lassen. Müsst ihr zuhören. Surf and Turf Sushi. Da könnte man sagen, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Aber ich glaube, das ist eine ganz eine witzige Idee. Ich werde mal ein Sushi machen, so ein bisschen anders. Schau mal her, ich habe hier ein bisschen Rinderfilet genommen. Ich habe das Rinderfilet zwischen zwei Folien gelegt und eben mit so einem Plattiereisen platt geklopft. Und das ist quasi unser Eigenblatt. Ja? Also kein Nudelblatt, sondern eine Scheibe dünnes Filet, flach geklopft. So, das Ganze logischerweise auf die Bambusmatte, ja, so wie wir das gelernt haben. Und dann ein bisschen Klebereis nehmen, ganz normaler Klebereis oder Sushi-Reis. Ja. Der ist ja so auch mit dieser knackigen Klebeigenschaft ausgestattet. Und jetzt, wie beim normalen Sushi, kennen wir ja alle schon 100.000 Male gemacht, das Rinderfilet dünn mit dem Sushi-Reis belegen. Ja. So, kleiner Tipp, wenn der Reis zu sehr an den Händen klebt, einfach mal die Finger ein bisschen nass machen und dann hängt der Reis nicht so an den Händen. Schön ordentlich, so wie wir es gelernt haben, nicht zu kompakt aufdrücken und ungefähr zur Hälfte eindrehen. Okay, jetzt Surf and Turf Sushi heißt, ich habe hier ein paar Garnelen gebraten, ganz normale Garnelen, könnte auch Hummer sein oder völlig egal, normale Garnelen ein bisschen anbraten und die gebratenen Garnelen, schau mal, ich schneide die ein bisschen klein, die kommen jetzt hier drauf. Und wenn wir das haben, Freunde, dann könnt ihr ein bisschen kreativ sein, ne? Ein bisschen Gurke vielleicht. Schau, ich habe hier noch ein paar Ananas geschnitten. Können wir vielleicht auch noch drauf geben. Und vielleicht Wasabi. Das machen wir später. So, und jetzt, Achtung, mit der Bastmatte das Ganze vorsichtig einrollen, bisschen fixieren und jetzt feste drücken. Feste drücken, wie beim Sushi eben auch, ein bisschen weiter drehen, nochmal fest drücken und jetzt, schau mal, zack, 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 richtig drücken. Feste drücken und 3, 2, 1. Ein Fleisch-Sushi, wa? So, die Spitzen ein bisschen abschneiden, einmal rechts, einmal links. Schaut ja schon nicht schlecht aus. Okay, und jetzt, pass auf, Daumen drücken. Ich habe hier heißes Fett, 180 Grad, roundabout. Und jetzt gebe ich die Rolle mal vor. Ah, nee, Moment. Ich will die ja panieren. Ein bisschen Kurkuma. Hier, an Gesundheit nicht zu überbieten. Chiasamen. Der ist ja so schrecklich modern, ne? Chiasamen, ne? Der Filmer, mein Küchenchef. Mögen wir Chiasamen? Wunderbar, ja, super. Ja. Super Foods, ja, ja ganz ja. Wichtig. Und zu wiedergelogen. Ja, klar. Also klar. Diese Rolle, ja, in heißes Fett, schön vorsichtig. So. Kurz anfrittieren lassen, nicht zu lang, dann aus dem heißen Fett raus, in die Panade rein. So, können wir oben vielleicht noch ein bisschen auf den Samen drauf tun. So, einmal wenden, das ist gar nicht so heiß. So, und jetzt einmal hingewaschen. So. Hey, Freunde, ist das geil? Ist das geil? Der erste Surf and Turf Sushi der Welt. Gibt es nicht, ja? Ist nicht irgendwie Kopie oder so. So machen wir das. Okay, schön anrichten. Das Auge ist mit. 1, 2, 3. Dann ein bisschen Wasabi. Dann habe ich hier eine Ponzu-Soße. Schau mal schnell her. Ponzu-Soße ist nicht anders wie Mayonnaise und Sojasauce. Aufrühren. Und dann mache ich das mal so hin. Vielleicht noch auf die andere Seite ein bisschen was von dem Chiasamen. Und ein bisschen Kurkuma. So, das ist die Vorspeise. Macht es mal nach. Hey, wir werden es jetzt gleich verkosten. Surf and Turf Sushi à la Christian. Guten Appetit. Nachkochen, posten, Erfahrungsberichte. Ich freue mich. Guten Appetit.